Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Marktupdate von IG. Am vergangenen Freitagnachmittag erschütterte die Eilmeldung über einen ukrainischen Angriff auf eine russische Militärkonvoi in der Ostukraine kurzzeitig das Frankfurter Börsenparkett. Fast schon panikartig verkauften die Anleger hierzulande ihre Aktien. In den darauffolgenden Tagen wurde diese Nachricht nicht bestätigt. Viele Marktteilnehmer nahmen dies zum Anlass, sich zu Wochenbeginn mit Dividendenpapieren wieder einzudecken. Die Kursverluste von dem besagten Freitag konnten mittlerweile gänzlich wettgemacht werden. Die Finanzmärkte erhalten in der heutigen Handelssitzung Rückendeckung von den Konjunkturdaten. In den USA fielen die jüngsten Immobilienmarktdaten deutlich besser aus als erwartet. Jenseits des Atlantiks wurden merklich mehr Bauanträge genehmigt und neue Häuser gebaut als im Vorfeld prognostiziert. Zudem signalisieren die aktuellen US-Verbraucherpreise einen nur geringen Preisdruck. Allgemein wird nicht damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed schneller als befürchtet an der Zinsschraube drehen wird. Der DAX marschiert heute weiter gen Norden und legt zur Stunde um rund 0,8% auf 9.329 Punkten zu. Nächstes charttechnisches Ziel ist die ehemalige Unterstützung bei 9.425 Zähler. Der Euro-US-Dollar steht dagegen unter Druck. Der Goldpreis gewinnt leicht an Wert. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handel mit IG.